Hallo, grüß euch. Ich bin's, der Lukas Resetaritz. Ich melde mich von zu Hause, bin ja viel daheim. Ich gehöre ja zur sogenannten Risikogruppe, wobei mein Kollege Klaus Eckel mich als Zielgruppe für das Virus bezeichnet. Ich bin weder das eine noch das andere. Es geht mir gut, es sind schwere Zeiten für uns alle und es passieren Sachen, die mir sehr gut gefallen. Zum Beispiel, dass von Balkonen gesungen wird, dass man den Postzusteller, der Zustellerin applaudiert, dass man die Supermarktkassierin hochlobt, dass man Ständchen singt an den Straßenbahnfahrer, dass man Choräle anstimmt, das ist alles wunderschön. Danken ist schön. Also jetzt nicht Auto danken, sondern Dank sagen. Wir müssen Dank sagen an die vielen Menschen, die das wirklich aufrechterhalten. Und das tun wir gerne. Wir wollen die belohnen, indem wir uns bei ihnen bedanken. Noch besser ist der Dank, wenn er auch mit etwas Finanziellem ausgestattet ist. Der schönste Dank ist, wenn ein Geld auch dabei ist. Und darum unterstütze ich die ÖGB-Aktion mit dem Corona-Tausender. Dass alle Leute, die jetzt nicht spazieren gehen, sondern das wirklich aufrechterhalten, die das System erhalten, die uns die Post bringen, die kassieren tun, die die Waren liefern in den Supermarkt und 100.000 sagen, dass die alle steuerfrei an Tausender kriegen, als Belohnung dafür, dass sie für uns sorgen. Und sie sind keine Milliardäre, die ja auch ansuchen um Hilfe. Nein, Corona-Tausender vom ÖGB, für alle, die jetzt hakeln, für uns. Danke.